Danke, Herr Vorsitzender. Herr Minister, das hier ist kein Schauprozess, wie das Ihr Kollege Kovács im Vorfeld behauptet hat. Sie sehen selber, hier geht es um Dialog, und ich bin froh, dass Sie das auch herausgestrichen haben. Es geht nicht gegen Ungarn, es geht um gemeinsame Werte. Und da ist Ungarn auch ein Land, wo wir besondere Sorgen haben. Aber wir konzentrieren uns nicht nur auf Ungarn. Das ist mir sehr wichtig, und ich möchte einen Bereich herausgreifen. Das ist der Flüchtlingsbereich. Ich war selber in Röske. Ich habe gesehen, wie das dort funktioniert. Und ich muss Ihnen sagen, das ist erschütternd. Hier gibt es wirklich systematische Menschenrechtsverletzungen, wenn schwangere Frauen in Handschellen zum Arzt geführt werden, dann entspricht das nicht dem, was ich mir an Humanität vorstelle. Ich frage mich, was Sie mit diesen Maßnahmen bezwecken wollen. Offensichtlich nicht den Schutz der Grenzen, weil sonst wäre es nicht möglich, dass im letzten Jahr zigtausende, im letzten und vorletzten Jahr zigtausende Menschen aus Ungarn nach Österreich gekommen sind, auch illegal. Das heißt, offensichtlich ist diese Grenze, die Sie vorgeben, dicht gemacht zu haben, nichtig. Ich frage mich auch, wie Sie zu dem Relocation-Mechanismus stehen. Sie haben mit Recht eine Klage eingebracht beim EuGH, das EuGH hat geurteilt. Warum halten Sie sich nicht an das Urteil? Warum führen Sie das nicht durch? Und die letzte Frage, warum ist Ungarn eigentlich nicht bereit, im Rat, wenn Sie kritische Positionen haben, im Rat auf die Vorstellungen des Parlaments bezüglich einer Reform des Dublin-Systems einzugehen? Ich glaube, wenn wir gemeinsam auf unsere Vorschläge eingehen würden, dann würden wir auch die Probleme, die Sie beschreiben, lösen können.